Hallo zusammen. Da stehen Sie, die Namen der großen Persönlichkeiten der Menschheit, welche in wissenschaftlichen Bereichen Großes geleistet haben. Pythagoras und Euklid, Galileo und Kopernikus, Kepler und Pascal, Celsius und Fahrenheit, Newton und Einstein sowie Robert Koch und Rudolf Virchow. Anerkannte Größen, deren Arbeiten und Entdeckungen teilweise seit Jahrtausenden Bestand haben, wissenschaftliche Leistungen, die die Qualität des Lebens der Menschheit erheblich verbesserten. Was all diesen Personen zu eigen war, ist die Gewissheit, dass man nur mit akribischer Vorgehensweise langfristig Erfolg hat, dass man nur mit oft jahrelanger Beobachtung und Sammeln von Erfahrungswerten Genaues vorhersagen kann. Menschen, die wahllos Kräuter, Hühnerbeine und Ziegenaugen in einen großen Suppenkessel geworfen haben und nachts am Lagerfeuer magische Formeln in den Wald gerufen haben, um Wunder zu vollbringen, nannte man seit Menschheitsgedenken Scharlatane. Und nun kommen in unserem Lande wissenschaftliche Zwerge daher, die uns erzählen wollen, dass sie praktisch über Nacht die zurzeit gefährlichste und todbringendste Geißel der Weltbevölkerung, die Corona-Pandemie, bezwungen haben. Menschen wie Drosten, der einmal sagt, Masken sind sinnlos, um morgen zu behaupten, nur der Mund-Nasen-Schutz lässt uns überleben. Oder ein Tierarzt namens Wieler vom Robert-Koch-Institut, der mal behauptet, ein K-Wert oder X-Wert oder Y-Wert ist wichtig, um andern Tags von einem Inzidenzwert oder anderem zu reden, um uns zu erlösen. Hier sei kurz eingefügt, dass sich der berühmte Robert Koch wohl gerade im Grabe umdreht. Am schlimmsten allerdings ist unser oberschlauer Bankkaufmann Jens Spahn. Der behauptet doch gestern tatsächlich, dass man sonst übliche und notwendige Langzeitstudien im Medizinbereich durch Aufstockung der Kapazitäten des Personals und so weiter ersetzen kann. Also etwa so, wenn ihr einen Samen im Garten seiner hübschen Villa einpflanzt und sagt, das wird in 1000 Jahren sicher mal der größte Baum der Erde und sich zur Bestätigung seiner These 100 Parlamentarier mit Doktortitel holt, die das bestätigen. Herr Spahn, ich habe gestern Kaffee getrunken und Folgendes aus dem Kaffeesatz gelesen. Sie werden wahrscheinlich als eine der größten Nullen der menschlichen Gattung in die Geschichtsbücher eingehen. Schönen Dank fürs Zuhören. Bitte einen Daumen nach oben und abonnieren. Freunde, bleibt stark. Es wird. Tschüss. Stehen bleiben und es nach hinten bitte auch durchgeben. Ja, Moment, Moment, jetzt müssen wir uns irgendwie koordinieren. Markus, die wollen jetzt langsam wieder die Sitze zurücklassen. Alles frei.